Sondern nein. Jetzt. Okay. Und jetzt machen wir es einfach so zu Ende und wir haben ihn gekillt. Nicht gekillt, aber umgehauen. So, jetzt gehen wir zurück zu ihm und sagen ihm. Selten einen. Ja. Du verstehst. Selten so einen Kampf verschlafen. Haha, Bitwold. Naja, egal. So. Ich sehe hier immer noch so gut wie nichts. Deswegen. Was willst du? Na gut, hier ist nichts. So, der Typ. Bronto. Das kann doch nicht wahr sein. Schon wieder ein Fischer weniger. Ob das etwas mit den seltsamen Lurkern drüben zu tun hat? Hast du Lurker gesagt? Auf der anderen Seite des Flusses im Süden hat sich eine Herde Lurker niedergelassen. Seit sie hier aufgetaucht sind, geschehen hier seltsame Dinge. Die Fischschwärme spielen verrückt. Fischer verschwinden. Wenn ich nicht Wache schieben müsste, würde ich mir die Brut mal vornehmen. Ja, das heißt, die Aufgabe bleibt natürlich wieder an uns kleben. Töte die seltsamen Lurker am Fluss. Natürlich, machen wir doch gerne. Wir haben ja auch nicht sonst nichts Besseres zu tun. Und da haben wir auch schon den ersten seltsamen Lurker, der gerade direkt auf uns zugerannt kommt, was ich unheimlich nicht komisch finde. Der durch Felsen laufen kann, lustigerweise. Die total schwach sind, weil ich gerade mit Rechtsattacke die einfach mal eben so vermöbel und die aber einen scheiß starken Angriff haben oder auch nicht. Wie man es nimmt, seltsamer Lurker, zwei Klauen kriegen wir davon und ein Fell, das finde ich doch ganz okay. Trotzdem esse ich jetzt mal eben was und wir haben kaum noch was zu essen. Sollten wir bald mal wieder braten. Und jetzt ziehe ich mir den seltsamen Lurker da rein, die merkwürdig schwarz sind, weil Lurker sind normalerweise weiß. Aber, wie der Name schon sagt, sie sind ja seltsam. So, der da auch einmal angreifen. So, du stirbst als erstes. So, die sind drei Schläge tot, so wie ich das sehe. Na komm. Wehrt euch doch nicht. Also, wieder aufheben. Es sind noch nicht alle, sonst wäre der Quest nämlich abgeschlossen. Also fehlen noch welche. Also holen wir uns die doch. Da ist schon mal eine Kiste und da sind noch zwei seltsame Lurker. So. Die beiden nur noch einen Schlag. Tötet die seltsamen Lurker. Haben wir gemacht. Und wir haben alles aufgehoben. Und sind bei der Truhe angekommen. Achso, es sind sogar zwei Truhen. Cool. Dann öffnen wir die beiden Truhen mal und finden in der ersten überhaupt nichts Wertvolles und in der zweiten Truhe finden wir auch nichts Gutes. Naja, gut, dann soll es eben so sein. Aber wir haben hier eine Heilwurzel und eine, was auch immer das sein soll, eine Mana-Pflanze haben wir auch noch hier. Dann hat sich das doch überhaupt nicht gelohnt. Aber wir gehen wieder zurück in die Stadt und geben dem Bordtop oder wie der hieß. Hieß der Bordtop? Ich hab's keine Ahnung, Leute, ich hab's schon vergessen. Aber soll mir auch egal sein. Geben den Quest ab, dass wir die Lurker gekillt haben. Die sind hier. Drei Heiltränke, Erfahrung plus 500. Verschwinde. Und der hat nichts mehr für uns zu tun. Hier ist auch nur ein Söldner drin. Ich weiß nicht genau, wo wir das zweite Werkzeug herkriegen. Erzähl mir von diesen Kreaturen. Der eine war ein Lurker, widerliche Biest. Nimm dich vor ihren Clown. Und das andere? Das war ein Varan. Mann, hatte ich Glück, dass ich meine Werkzeuge dabei hatte. Hab sie ihn direkt ins Und nun stehe ich da. Ja, toll. Wo ist denn der Lurker? Schon klar. Ich wäre ich Krieg. Ja, das ist eine gute Frage. Wie kommen wir denn jetzt an die Werkzeuge? Ich weiß es nicht. Aber egal. Wir gucken erstmal, was wir denn hier haben. Hier haben wir doch einen Typen. Wie heißt der? Wo will? Denbok. Ich bin neu hier. Ich will zu eurem Anführer. Ich will zu. Der Zugang wird nur demjenigen. Die genug Ansehen haben. Wie bekomme ich Ansehen? Ganz einfach. Mach dich nützlich. Es gibt genug Arbeit. Eine Sache brauchen wir ganz besonders: Verstärkung. Verstärkung? Schau dich doch mal um.
Hier gibt es doch fast nur Menschen. Und kaum ein Ork, der nicht völlig überfordert wäre. Was wäre, wenn ich euch helfe? Du? Du bist ein Mocher. Genau wie die meisten anderen hier. Wenn du bei der Verteidigung der Stadt helfen willst, solltest du dich erst noch im Kampf üben. Ich kann dir zeigen, wie du deine Kampfkraft verbesserst. Aber ihr Mochers alleine seid einfach zu schwach. Wir brauchen mehr Orks. Wir haben höchstens Verwendung für einen Schmied hier oben. Geh und besorg uns einen Schmied. Geh rum und frag. Ach, ich weiß wo. Gehen wir doch gleich mal in die Arena. Denn hier in der Arena. Rechts. Finden wir. Ja. Mach dir keinen Ärger, klar. Das war falsch. Gut. Dann gehen wir eben hier lang. Gehen, das ist total falsch. Gehen wieder aus der Arena raus. Wissen überhaupt nicht, wo es hingeht. Und suchen einen Typen namens Carlet oder so ähnlich. Ich weiß nicht. Und es klingelt. Moment mal eben. Okay, das sind 20 vor 5 nachmittags. Ein Paketpostbote kommt, ist mir auch neu. Aber gut, wir machen weiter und suchen immer noch den Typen namens Carlet. Ich glaube, der heißt Carlet. Ja, Carlet heißt der. Carlet. Und wir müssen ihn irgendwo finden. Kadok, da ist er. Haha. Gehörst du? Bla bla bla. Kannst du mir das Schmieden beibringen? Wenn ich wieder als Schmied arbeiten würde, könnte ich dir auch zeigen, wie ich es mache. Verstehe. Was ist dein Problem? Ich habe meinen geliebten Schmiedehammer verlegt. Glaubst du, ich weiß noch, wo ich das Mistding gelassen habe? Wenn du meinen... Ja, ich hab den Hammer. Ich habe deinen Hammer in der Arena gefunden. Das ist gut, Kleiner. Jetzt kann ich endlich wieder als Schmied arbeiten. Sild braucht einen Schmied in der Stadt. Silden. Ja, und weg ist er. Wieder ein Level up und lauf. Habe ich das jetzt gelernt oder nicht? Moment mal, ich muss mal eben nachgucken, was? Hab ich nicht, ich hab immer noch nicht genug. Ah, oh, leck mich, bin ich blöd. Ah, oh, ich bin so blöd, 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 blöd. Ah, oh, ich bin so dermaßen blöd, muss ich sagen. Ich bin so blöd. Oh Gott, ich bin so blöd. Ja, sorry Leute, ich muss mich mal eben wegteleportieren, bevor ich überhaupt irgendwas anderes noch mache. Nach, Redok, da haben wir es doch. Ja, ich hab was vergessen. Ein bisschen doof, aber naja. Ist jetzt ein bisschen. Naja, egal. Wir gehen nämlich mal eben zu Sebastian. Ja, auf zu Sebastian. Ja, ihr erinnert euch, ich nenne ihn Sebastian. So. Runter da. Ja. Hör auf zu laggen. Da haben wir ihn. Der liegt da wie ein Toter, aber egal. Bring mir was über die alte Magie bei. Altes Wissen plus 5. Altes Wissen plus 5. Ich will schneller lernen. Ich will schneller lernen. Natürlich willst du das. Also nutze dein. So. Schnelles Lernen. Danke sehr. Denn wir können bekommen jetzt pro Level up 11 Lernpunkte statt nur 10. Das sollte man eigentlich so relativ so schnell wie möglich lernen. Ich habe es jetzt halt so lala gelernt, aber ja, es wird mir schon noch was bringen. Also das ist klar, denn das Let's Play wird noch länger dauern. Ja, das wird noch länger dauern. Ja, wird es. Also, mit 200 Videos dürftet ihr rechnen, auf jeden Fall. Naja, auf jeden Fall, egal. Wir gehen weiter, und zwar jetzt wieder zu dem obersten, also nicht zum, also zu dem, der Torwache gehen wir jetzt. Jo, wir haben einen Schmied gefunden, bitte sehr. Gern geschehen. Keine. Wir haben einen Schmied, sein Name ist Kado. Ja. Na, endlich. So. Wo werden Orks am dringendsten gebraucht? Wir brauchen Wachposten hier, innerhalb der Stadt. Wenn wir nicht aufpassen, werden wir am Ende noch von den Rebellen überrannt.
Nein, wir wissen...